So, heute geht's weiter mit einer sehr stressigen Folge. Wir haben jetzt Folgendes vor. Wir fangen erstmal an mit Holy Dragon Dungeon. Danach leveln wir ein Level auf Level 40, Dragon Rank 40. Dann müssen wir unseren Schmuck upgraden, damit wir 6200 Gearscore kriegen. Und dann, dann jetzt auch noch nicht. Und dann fahren wir den, warum kann ich mich nicht buffen? Jetzt aber. Diesen Dungeon, diesen Dragon, oh Gott, Bloody Dragon Dungeon. Dragon Bloody? Bloody Dragon Dungeon, genau. Wo man quasi die Dragon Rank 40 Waffen kriegt. Und genau. Moment, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Es wurde ein bisschen was verändert. Die sind Dragon Rank 40, genau. Wir brauchen 6200 Gearscore. Mein Plan ist, den Schmuck schnell auf Ulti zu machen. Sollte nicht so lange dauern eigentlich. Und das sollte eigentlich den Gearscore bringen. Schauen wir ganz kurz mal schon nach. Ultimate. Ah, scheiße. Ultimate. Was ist denn das Kaffee? What the fuck? Dark Silent. Hier haben wir das Ding. 300. Das Ding bringt einfach clean schon mehr als ohne. Also als auf Nicht-Ulti. Genau. Das ist der Plan. Wie viel haben wir gerade bekommen? Keine Ahnung. Ich glaube, es waren so 200, 300. Ach, weil wir auch den Drop-Buff noch dazu haben. Oh mein Gott. Klar, der Drop-Buff, der haut's noch, der zieht's noch raus. Ja, logisch. Und wie? Alter, einfach mal 3 Superstar-Candy. Das ist ja krass. Genau. Ja, und ich hoffe einfach, dass wir halt dann mit diesem Drop-Buff noch halt ein bisschen was farmen können und so weiter. Das wäre eigentlich ganz cool. Und ja, genau. Irgendwie so schaut momentan Plan aus. So, das Ding ist auch gleich down. Müsste nur Gas geben, weil ich will halt, also ich meine, es wird halt echt schwierig, aber vielleicht können wir diesen Drop-Buff noch nutzen, solange wir ihn eben noch haben. Und boah, es reicht vielleicht sogar, wenn wir einfach nur die Kette auf Ulti machen. Kann man die Kette auf Ulti machen? Weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Shiny PvE. Die andere Kette kann man. Wow, okay. Okay. Interessant. So, Orison bekommen, glaube ich, diesmal. Oh, Leute, wie wir schon davon haben. Holy shit. Genau, dann können wir auch noch schnell ein Ding kaufen und von dem Faction Token können wir diesen Dungeon Gate Dings da kaufen. Na komm. Nee, nicht das Ding hier. Das Ding, genau. Okay. Dann, so, weiter. Dann müssen wir nach City of Gods. Ich merke gerade, wir haben, glaube ich, keinen Set-Effekt mehr, sobald wir nur ein Ding auf Ulti upgraden. Hier, oder? Ne, das Ding brauchen wir, okay. Einmal, zweimal. Warte mal, geht das sogar? Ich glaube nicht, also ich habe keine Ulti-Kette gesehen. Und das Ding? Ne, geht leider nicht, okay, Mist. Na gut, dann müssen wir es eben so machen. Alter. Mein Gott, wer design sowas? Successful, okay. So, einmal. Bin mir sicher, ich waste gerade wahrscheinlich haufenweise Sachen, weil es einfach scheiße gecodet ist. Bin mir sicher, wenn man spammt, das einfach passiert irgendwie komische Dinge oder so. Dann müssen wir das Ding mal schnell durchkriegen hier. Na komm. Jetzt gib mir doch, Mann. Successful, nice.
Okay, das Problem ist jetzt gerade, wir müssen das vielleicht nochmal atmen, weil wir verlieren halt sonst so viele Stats und End und so. Das ist wahrscheinlich schon krass ist. Jetzt haben wir es. Okay, gut. Können wir das eigentlich auch so appen vielleicht irgendwie? Ich will es nicht krass appen, halt nur so ein bisschen. Gut, so. Ah, das Ding. Einmal so, einmal so. Oh, holy shit, okay. 10 End für nur für plus 4. Krass. Ja, lol, übertreib halt komplett. Plus 10 schon, okay. Ja, wir müssen das nicht komplett übertreiben, so plus 12, 13 oder so. Wäre, glaube ich, schon gut genug. Irgendwie sowas in der Art. 12 wird, naja, noch nicht ganz reichen. Ein bisschen mehr wäre noch cool. Ja, und die Zeit rennt, ich weiß. Was haben wir gerade bekommen? Irgendwas haben wir gerade bekommen. Waren es gerade nochmal Super Art-Protect oder so? Und normale Art-Protect? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Okay, 35 End ist schon mal okay. Ist nicht gut, aber ist halt okay. Ist vorerst okay. So, und du mit dem Rest hier? Boah, ich habe gerade für einen kurzen Moment gedacht, so fuck, vielleicht kann ich sie gar nicht anziehen. Aber nevermind. Plus 7, plus 8, plus 9, okay. Läuft soweit schon mal sehr gut. Na komm, jetzt komm doch endlich. Los. Was ist jetzt passiert? Hä? Wait, what? Die Dinge sind einfach gerade kurz weggebockt. Oh Mann, was passieren für Sachen? Wo ist das Scroll schon wieder? A-Protect. Gott, ich hasse es. Da unten ist die Scroll. Das kann ich nicht rein shift-klicken. Mann. Okay, plus 11. Jetzt komm, die Zeit drängt. Müsste Gas geben auf alle Fälle. Na toll. Plus 13, ja, plus 13 reicht erstmal. Einmal, zweimal und drei. Oh, wirklich jetzt? Ich kann es immer noch nicht rein Shift klicken. Mann, ich dachte mir, so ein Bug, der gefixt wurde. Ist das nervig. Jetzt müsste ich extra reloggen, aber reloggen braucht auch wieder Zeit und so, deswegen, ja, scheiß drauf. Tatsächlich glaube ich auch scheiß generell drauf. Auf die Upgrades hier, die bringen eigentlich eh fast nichts. Lieber schnell das Level machen und dann weiter geht's. Einmal, zweimal. Ja, wir werden haufenweise oder Haufen von diesem Ampli wasten, aber egal. Was haben wir jetzt bekommen? Irgendwas bekommen wir die ganze Zeit. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum man hier erst. Was? Warum man hier diese komischen A-Protect-Dinge noch kriegt. Macht halt gar keinen Sinn irgendwie. Ich meine, what the fuck? Ja, komm, scheiß drauf. So. Na komm. Der Gearscore ist irgendwie auch so busted einfach. Die ganze Zeit hast du mega die Probleme mit dem Gearscore. Und auf einmal so gar nicht mehr. Ich meine, schau mal, ich habe mit 7000 Gearscore und das hätte ich noch nicht mal annähernd gehabt. Wie weit kommen wir aktuell rein in Dungeons? So, wir haben 6200 Crimson Cave. Easy, wirklich komplett easy. Ancient Castle 6500, easy. Black Runes, okay, mit 8800 ist dann wirklich ein ziemlich großer Sprung. Aber dann kriegen wir auch 9 Sets und sobald wir den 9 Sets hat, ist es auch wieder easy wahrscheinlich. Deshalb, naja. Irgendwie ein bisschen komisch. Also, du machst dann deinen Schmuck auf Ulti und auf einmal hast du halt so deine, keine Ahnung, Unmengen an. Ach nee, levelt jemand? Nee, da levelt keiner. Okay. Unmengen an allem irgendwie. Weiß ich nicht, warum das so ist.
True, genau. Ja, also wir müssen halt, wie gesagt, eigentlich nur das Level hier machen, das Level up. Und dann... Dann kann es schon losgehen. Ich wollte eigentlich vorher noch GW mitspielen, hätte ich ein halbes Level halt mitbekommen, aber... Ich hab's verpennt. Wenn ich mir keinen Wecker stelle, dann verpenne ich's einfach. Ich verpenne es nicht wortwörtlich, aber ich... ja. Ich vergesse es einfach, sagen wir so. Warum sieht die XP so kacke? Waren es gerade so wenig Mobs oder was? Nee, so wenig Mobs waren es doch gar nicht, oder? Hä, WTF? Ich glaube, ich muss auf meinen Channel switchen. Ich habe so Mini-Lags. Ich habe so vielleicht einen Ping von 60, 70, 80 ungefähr. Und ja, das spürt man auf Live. Wenn man auf Ping so ein bisschen getrimmt ist, wenn man viel Shooter gespielt hat, so, dann erkennt man den Ping oder dann fühlt man den Ping einfach. Musst du ja auch einen Ringmaster relocken, oder? Ich glaube schon. Bitte jetzt nicht crashen aus dem Scheiß, wäre jetzt blöd. Okay, nice. Warum kriege ich jetzt irgendeinen Reward? Naja. Egal. So, 13% auf jeden Fall. Hier ist es, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, auch nicht so wirklich gut irgendwie. Ich weiß nicht. Irgendwie, ach nee, warte mal, habe ich... Ah, ich habe auch ein bisschen weniger Cast-Time. Vielleicht deswegen. Vielleicht habe ich gerade irgendwie den Cast-Break unterschritten oder so. Es könnte vielleicht sein. Es gibt gerade nur so eine kleine Gedenksekunde immer. 8%. Na, ich weiß gar nicht. Wie viel vorher gab es? 10 oder so. Ich kann es nicht sagen, genau. Okay, aber der Plan geht auf alle Fälle auf. Wir können locker, wirklich ganz, ganz, ganz locker hier unseren Stuff farmen. Gar kein Ding. Also Zeit reicht definitiv aus. Das heißt, wir können rein und vollkommen eskalieren. Na, oder? 35 Minuten. Na gut, wenn wir halt die Mobs killen wollen, dann wird schon ein bisschen schwieriger auf alle Fälle. Wie viele Runs kann man machen? 2 oder 3? Uhuhuhu. Oder gar keinen. Ja, ich muss dringend einfach mal den ganzen Schmuck da uppen. Das wird wichtig. So. Wo haben wir es hier? Crimson, oder? Genau, 2-mal am Tag. Okay, gut, 2-mal ist machbar. 2-mal ist wirklich gut machbar. Was gibt es denn? Nadecoins? Fürs nächste Level Up? Ah, wait, war vielleicht dieser eine Buff da aus? Okay, das könnte vielleicht gerade sein, dass eben dieser eine Buff aus war. Und wir deswegen so wenig XP bekommen haben. Was heißt wenig? Es ist halt... Oder? Na, ich weiß nicht. Es ist... Ich kann es gar nicht genau sagen. Irgendwie viel war es nicht, oder? Wie viel ist es nicht? Warte, wir haben doch die Amtis aktiviert, oder? Ja, Amtis sind aktiviert. Ich glaube, es liegt einfach am Spawn hier so kacke ist. Na, ich bin mir echt sicher, es liegt im Spawn. Und irgendwie, also ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwie leicht laggt. Ich habe echt das Gefühl, dass es laggt. Ich weiß auch nicht warum. Also teilweise ist das Casten echt so ein bisschen verzögert. Also es ist nicht viel oder so, es ist gar nicht viel. Es ist wirklich unter 100 ms. Aber wenn man halt gerade so irgendwie... schnell sich die ganzen Sachen zusammensammelt hier, dann spürt man schon irgendwie ziemlich arg. Okay, das ist ein besseres AOE, so ein viel besseres AOE. Das war ein ordentliches AOE.
Ja, das sieht gut aus. 8%, glaube ich, gab das momentan. Oder gerade eben, besser gesagt. Ah, jetzt läuft vielleicht dieser andere Dragon Ball aus. Scheiße. Ah, die ganzen kleinen Kackmobs hier, what the fuck. Kurz die ganzen Dinge wegmachen hier. Na komm, sterb mal schnell weg. Weapon Level Up, okay, nice. Kommt jetzt natürlich. Na komm. Geben mich, glaube ich, auch so XP-Food und so, also XP-Power-Ups. Genau, ich habe gerade eins gehabt. Rein damit. Ja, man hätte es bestimmt besser einsetzen können als genau jetzt. Aber habe ich nicht. Egal. So, also ja, ich bin echt hyped, bin echt gespannt, wie viel das man droppen wird. Es gab angeblich schon Leute, die gequittert haben, weil die in diesem Bloody Dragon Dungeon nichts gedroppt haben. Ich kann es mir ehrlich gesagt kaum erklären. Also ich habe damals, ich habe nicht viel gedroppt, aber ich habe genug gedroppt, um nicht zu quitten. Also vom Quitten war ich im Dungeon ganz weit entfernt. 57%. Ah, es dauert schon ein bisschen lang hier. Oder wobei, wir haben erst 8 Minuten runter. Es liegt gerade nur im Spawn, dass wir gerade irgendwie so scheiße leveln. Definitiv nicht an uns. Liegt auch nicht am Level, liegt auch nicht an den XP oder so. Die Spawns sind halt leider nur echt saublöd. Die sind echt blöd. Okay, Dragon Ball Buff, sehr gut. Ich glaube, jetzt könnten wir gute Karten haben. Wenn wir effektiv eigentlich wieder alles an, was irgendwie geht. Oder fast alles, bis auf die besseren Amplis halt. Bis auf die Donate Amplis. Oh, Destroyer Buff. Okay. By the way, müssen die Part wieder auf Solo stellen. Ich stell dir vor, wir haben 2 Runs und wir gehen einmal auf Normal rein. Uhuhu. Nein, verdammt, ich hab's gewusst. Shit. Der Sekunde dachte ich mir, oh, das war dumm. So. Wir können nochmal schnell hier irgendwas geiern. Und zwar... Penebuff, rein damit. Genau, die ganzen anderen Buffs laufen aktuell noch. Ich überlege übrigens, ob ich hier auf HP skill. Ich glaube schon, macht Sinn. Oh, ist das World Buff? Okay. Warum ist mein FPS so niedrig? 44 FPS? What? Sorry, Flasche am Mikro. So. Das Ding raus, das Ding raus. Nein. Ach. Ich hasse es, Mann. Ich hasse es so sehr. Ja, komm, stirb schnell weg. 48 Mio ist halt einfach zum Glück nichts. Alter, 1,4 Millionen. 68,65. Bringt halt auch einiges. Ich frage mich gerade, ob das sogar vielleicht mehr Sinn macht, nur Dinge zu killen. Keine Ahnung. Na, ich glaube nicht. Ich glaube eher nicht. Beziehungsweise, wenn die Spawns generell so schlecht sind wie aktuell, dann vielleicht eher schon. Übrigens aktuell wirklich auch mal gar nichts irgendwie. Ah, hier ist ein bisschen mehr los zumindest. Aber weitem nicht genug irgendwie. Na komm. Mann! Also es leckt. Warum leckt's hier? The fuck? Liegt es an mir? Nee, oder? Ich hoffe nicht, dass es an mir liegt. Ich brauche Posi-Bugs as fuck.
Oh Gott. Nein. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, ich weiß, woran es liegt wahrscheinlich. Also ich ahne, woran es liegt. Also es soll auch nicht daran liegen, aber scheinbar wurde der VPN nicht richtig beendet. Wollen wir mit Pinghops wieder irgendwie encrypted sind oder so? Geil. Super. Mann, also ich muss sagen, ich war mit Surfshark lange Zeit zufrieden. Aber die Software momentan macht echt Probleme. Nee, sieht nicht gut aus, glaube ich, oder? Oder? Wobei, es könnte auch IPv6 sein. Ah, ich bin mir nicht sicher. Habe ich irgendwo AOE drin? F8. Genau, weg damit schnell. Okay. Ach man, die Spawns ist echt mal richtig mies. Ich bin froh, wenn ich wieder bei diesen komischen Engeln da bin. Bei den Trang Ring 50 Mobs. Da sind richtig gute Spawns. Genau. Kann man mal schon testen hier, wie ist meine IP oder so? Wie, oh Gott, oh Gott. Ich mach vielleicht erst, okay. Wie ist meine IP.de? Deutschland. Okay. Es sieht trotzdem, also gut, heißt ja nicht, dass der VPN aus ist, kann sein, dass er trotzdem an ist. Ich habe halt nur eine IPv6-IP aktuell, scheinbar. Ja, ne, warte mal, die IPv4 ist aber auch komisch. Nee, das glaube ich immer noch an. Nervig. Dann ist natürlich klar, dass es natürlich dann laggt. 99% und 40, nice. Okay, so. Jetzt, ich werde jetzt auf den VPN scheißen. Wir gehen weiter auf Crimson Cave. Noch richtig, oder? Crimson Cave? Genau. Solo keiner drin. Umstetten auf 2.